Entspannte Gesichter, gelöste Stimmung. So kamen die 96 Spieler lange nicht zum Training. Der Erfolg in Augsburg, der erste Dreier nach 16 sieglosen Spielen, hat Hannovers Lage im Abstiegskampf enorm verbessert. Die 5-Spiele-Rettungsmission von Michael Fronzek steht kurz vor der Vollendung. Doch der Trainer bleibt vor dem Final Countdown gegen Freiburg ruhig und sachlich. Man merkt, dass die Mannschaft viel Kraft gelassen hat. Also das war schon an der Grenze, über die Grenze hinaus teilweise. Und ja, das ist natürlich befreiend auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wissen wir, dass wir noch einen schweren Gang zu gehen haben gegen eine gute Mannschaft, die das gleiche Ziel hat wie wir, überm Strich zu stehen. Und von daher, Euphorie ist wirklich fehl am Platz. Zum zweiten Mal zieht sich Fronzek mit seiner Mannschaft ins Kloster zurück, in das sagenumwobene Hotel Klosterpforte in Hasewinkel bei Gütersloh, in dem 96 schon einmal so eine Art Siegermentalität entwickelt hat. Ich glaube, die Spieler beisammen fühlen sich wohl da. Ja, wir haben ausgesprochen gute Bedingungen, haben wir ja schon drüber gesprochen. Gute Plätze, gutes Essen und vor allen Dingen kommen sie da zur Ruhe, können schlafen. Ich denke, das ist die optimale Vorbereitung. Für die Abendgestaltung in der ostwestfälischen Provinz hat sich Fronzek dabei etwas Persönliches ausgedacht. Vielleicht werde ich aus dem Buch vorlesen, gucken, eine Lesestunde machen oder was. Uns wird schon was einfallen. Wir werden aber nichts Besonderes machen und werden wirklich darauf achten, dass sie zur Ruhe kommen, weil das Spiel am Wochenende hat Kraft gekostet. Rettung, Relegation oder direkter Abstieg. Für Hannover ist das alles möglich. Gegen den SC Freiburg steht ein echtes Abstiegsendspiel an. Zwischenstände aus den anderen Stadien werden dabei nicht vermeldet. Da wir es aus eigener Kraft schaffen können, denke ich, ist das oberste Gebot, sich auf uns zu konzentrieren und ausschließlich auf uns. Ich halte nichts von diesen Zwischenständen. Jeder Zuschauer hat wahrscheinlich ein iPhone. Ja, das kriegt ja jeder heute. Und ich denke, die sind besser informiert als wir unten. Ich möchte mit den Spielständen wenig zu tun haben. Ein Spiel noch, das über die Zukunft von Hannover entscheiden wird. Für Michael Fronzek ist es wohl der letzte Auftritt als 96-Trainer. Es sei denn, die Niedersachsen müssen in die Relegation.